Ist sie eine abgehobene Adlige, laut und überkandidelt, eine knallharte Saniererin, eine katholische Fundamentalistin mit fragwürdiger Sexualmoral? Oder ist sie eine tiefgläubige Christin, fürsorgliche Mutter, unangepasst und geradeaus, der deutschen liebste Fürstin? Sie ist ihre Durchlaucht, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Und sie sagt: Ich stelle mich. Und darauf freuen wir uns. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Ich stelle mich, Fürstin. Toll, dass Sie das machen. Herzlichen guten Abend hier im Studio. Schön, dass Sie alle da sind. Guten Abend zu Hause. Das ist Ich stelle mich. Das ist die Sendung im deutschen Fernsehen, wo Sie jemanden, von dem Sie dachten, dass Sie ihn gut kennen, einfach noch mal besser kennenlernen. Und das ist die Sendung im deutschen Fernsehen, wo unsere Gäste auch mit Dingen konfrontiert werden, von denen sie einfach keine Ahnung haben. Also es wird Überraschungsgäste geben, es wird ein Duell geben mit jemandem, der kritisch ist. Es gibt ein Comeback und Sie wissen von nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so gespannt. Wir haben Sie ja mit ein paar auch kritischen Sachen vorgestellt. Ich habe immer das Gefühl, dass man Sie nicht verletzen kann. Ist das so, dass Sie einfach alles einstecken? Naja, also man tut so, als ob man nicht verletzbar ist. Aber natürlich ist jeder Mensch verletzbar, nur bei mir. Ich habe schon eine dicke Schicht. Ja. Und Sie sind eine von den wenigen Menschen, behaupte ich jetzt mal, die nie Angst haben, sich zu blamieren? Das stimmt. Das ist eine gute Voraussetzung für die Sendung. Nehmen Sie bitte Platz. Wir haben alles aus den Zeitungen genommen, was man über Sie lesen kann. Und da sind ja schon ein paar harte Sachen. Also katholische Fundamentalistin. Wobei ich mich frage, ob Sie das eher für ein Kompliment halten. Naja, also Fundamentalistin würde ich sagen, bin ich nicht. Naja, tägliche Messe, die regelmäßige Beichte, ganz klare Vorstellungen, was kirchliche Lehrer... Nein, das ist normal. Ach so. Ja. Das haben sich nur andere Leute abgewöhnt, aber sagen wir mal normal, also so wie ich groß geworden bin bei meiner Tante, habe ich mir das abgeguckt, die war auch jeden Tag in der Messe. Also sag mal, solange jeden Tag zelebriert ist, will man ja auch dahin gehen, weil sonst ist der Pfarrer ja alleine. Ja, das ist ein trauriges Schicksal von vielen. Dass Sie laut und überkandidelt sind, das kommt natürlich aus den 80er Jahren, wo Sie die Partyprinzessin waren. Wenn Sie manchmal heute Bilder sehen von damals, ist es Ihnen peinlich, wie Sie frisurentechnisch gelaufen sind? Ja, also mir ist alles peinlich, was ich mir von früher angucken muss. Also sowas, schrecklich. Das ist aber in Ordnung, wenn man sagt, ein bisschen überkandidelt. Waren Sie in dieser Zeit? Laut jedenfalls. Laut bin ich auch immer noch, leider, muss ich sagen. Laut ist... Das habe ich mir nicht so abgewöhnen können. Ja. Dann haben wir noch die knallharte Saniererin. Das bezieht sich natürlich darauf, dass Sie das milliardenschwere Unternehmen Ihres verstorbenen Mannes ja dann als Vermögensverwalterin, Managerin übernommen haben. Da ist Gutsbesitz dabei gewesen, da sind Immobilien dabei. Sie haben es saniert, Sie haben Menschen entlassen, Sie haben Versteigerungen gemacht gegen auch den Willen der Familie zum Teil. Haben Sie schlaflose Nächte gehabt in der Zeit? Nein, schlaflose Nächte nicht. Aber so eine Riesenentlassungswelle gab es gar nicht. Sie haben sich von vielen Bereichen getrennt. Wir dann verkauft. Und sanieren, das ist ein bisschen so wie aufräumen. Es gibt einfach Leute, die räumen gerne auf und andere machen gerne Unordnung. Ich gehöre zu denen, die gerne aufräumen. Wir haben uns gefragt, wer ist Gloria? Wir haben uns gefragt, wie sind Sie geworden, wer Sie sind? Wir haben Gäste eingeladen. Ich glaube, die beiden, die wir jetzt als erstes begrüßen, sind am ehesten in der Lage zu sagen, wer ist Gloria, beziehungsweise wie ist sie geworden, wer sie heute ist. War sie immer schon so? Und ich bin gespannt, was in diesem Fall jetzt mehr zählt. Die Lust an der Überraschung oder die Familienloyalität. Herzlich willkommen, hier sind die Geschwister. Maja Gräfin von Schönburg-Glauchau und Alexander Graf von Schönburg-Glauchau. Jetzt bin ich echt platt. Das ist ja eine tolle Überraschung. Martin, danke. Martin, du bist ja ein Luder, aber... Das ist ja toll. Danke, Lea. Ganz toll, alle. Toll. Nicht verraten. Also vielen Dank. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Gloria außen, der Graf zu mir, Maja an die Seite der Schwester. Also das ist eine echte Überraschung. Das ist jetzt eine Fernsehpremiere. Sie waren noch nie zusammen in einer Fernsehsendung zu dritt.
Sie haben ja eine Vergangenheit, also eine Kindheit gehabt, die zum Teil in Afrika war. Sie sind da zwar geboren, aber Sie haben, glaube ich, weniger Erinnerungen als die beiden älteren Schwestern. Togo und Somalia, waren Sie gerne da? Waren Sie gerne kleine Mädchen mit Geparden in Afrika? Traumhafte Bilder, ja super. Also wenn Sie mich fragen, ich fand es herrlich. Und ja. Marcin, ich glaube, du warst auch happy. Toll, das war ganz toll. Was hat Ihnen das gegeben, was Sie in Deutschland vielleicht nicht gehabt hätten? Wir hatten Freiheit, wir hatten immer Sonne, wir mussten keine Klamotten tragen. Ja, das sieht man, haben Sie. Wir hatten, irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren zwar in der Schule, aber wir waren immer auf Safari und wir waren immer am Strand. Und es war immer alles toll. Sie sind ein erfolgreicher Bestseller-Autor, Sie sind ein hervorragender Schreiber. Sie haben einmal einen langen Artikel über Ihre Schwester geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, das gab irgendwie ein bisschen dicke Luft, kann das sein? Weil Sie so ein paar Sachen verraten haben. Also meine Lieblingsgeschichte ist, sie hat das Haus in Kenia einzurichten, schickt Ihnen eine SMS, was Sie alles mitbringen sollen aus Deutschland. Ich zitiere, 2 Dutzend Flaschen Essigreiniger, 80 Glühbirnen, 100 Watt, rostfreie Schrauben. Kannst du auf dem Weg zum Flughafen schnell noch eine Kettensäge abholen? Das ist der Grund. Aber wissen Sie, natürlich in Afrika braucht man eine Kettensäge, da hätte ich drauf kommen können, aber wozu? Ja, also man muss ja den Garten roden. Ah. Und man muss halt auch, natürlich kann man das auch alles mit der Hand machen. Die Locals haben das auch alles mit der Hand gemacht und dann kam ich und habe gesagt, schau mal Jungs, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Und dann war das weg. Die beiden Familien sind geflohen, die beiden Eltern eben aus Ungarn und aus Sachsen. Das nennt man dann verarmter Adel, wenn man nichts mehr mitnehmen kann? Nein, langsam. Es heißt nicht verarmter Adel. Verarmter Adel heißt es, wenn man das Geld selber verblödet hat. Ah. Bei uns heißt es Flüchtling. Wir waren Flüchtlinge. Sie haben sogar gejobbt als Jugendliche. Ich habe sogar einen Beweis dafür. Ich weiß gar nicht, ob Sie das kennen. Mhm. Es gibt hier eine Quittung. Das ist ja einmal. 2 sogar. Eine können Sie mal zum Oh ja, klasse. Schönburg, Glory, auch klasse. Oh ja. Wissen Sie, woher das kommt? 280, das ist ja ganz schön viel Geld. Ja, aber vor allem also die Stunde A, 5 D-Mark 50. Ja, das ist ja gute. Oh, die, meine Güte, sicher, das weiß ich dann noch. Wissen Sie, was ist das? Was war das für ein Job? Das ist in der Töpferei. Ja, genau. Was haben Sie da gemacht? Also, ich habe auch an der Maschine gestanden und habe diese Blumentöpfe rausgestanzt. Das war lustig. Ich wollte natürlich an die Maschine, weil die coolen Jungs waren an der Maschine. Also musste ich auch an die Maschine. Warum wollten Sie überhaupt arbeiten? Oder mussten Sie arbeiten? Oder? Ich musste natürlich nicht arbeiten, weil mein Vater hat sehr gut für uns gesorgt. Nur, das Kind war natürlich schon, wie alle in meinem Alter, wollten schon mehrere Sachen haben. Zum Beispiel, ich wollte ein Mofa. Und meine Eltern haben mir gesagt, Mofa, das ist viel zu gefährlich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und sagt, ja, was sagt ihr, wenn ich mir das selber verdiene? Ja, wenn du es dir selber verdienst, dann können wir ja nichts machen. Dann bin ich zuerst zum Bauern gegangen und habe Kirschen gepflückt. Und im Herbst Äpfel gepflückt. Und dann habe ich aber ganz schnell herausgefunden, dass man in der Töpferei konnte man ein bisschen mehr verdienen. Und dann bin ich dann zu denen, zu Güttens gegangen und da habe ich den Job bekommen. Und ja, eine 0,x hatte ich eine Kleidler Florette. Das war ein Ding, damit konnte ich rumfahren. Sie ist geschäftstüchtig, oder? Ja. Ist das die geschäftstüchtigste von Ihnen drei? Ich habe irgendwo eine Geschichte gelesen. Sie haben ihr mal ihr Mofa verkauft für... Ja, Moment, nee. Moment. Ich habe das Mofa gekauft für 100 Mark von einem Bekannten. Es war aber schon alt. Ja, offensichtlich. Ja, und 100 Mark. Und dann ist es auch gleich kaputt gegangen. Und dann habe ich das in die Ecke gepfeffert. Und dann hat sie zu mir gesagt, komm, kannst du mir das Mofa verkaufen, kriegst 10 Mark und eine Hose. Da habe ich gesagt, okay, kannst du haben, 10 Mark und eine Hose. Und dann hat sie da rumgetüttelt und hat das mit ihren Jungs da in Arndorf, haben die das repariert. Plötzlich höre ich jetzt, dass sie an jemand anderen für 200 Mark verkauft hat. Weißt du das nur? Nein! Weißt du nicht, ja? Ganz viele waren sehr überrascht, als die Fürstin eben nach dem Tod ihres Mannes, eine sehr junge Frau, die bis dahin wirklich nur Partys gemacht hatte, jedenfalls in der Öffentlichkeit war nur das bekannt, dann als Managerin eigentlich eine ganz gute Figur gemacht hat. Hat Sie das auch überrascht? Haben Sie das Ihrer Schwester zugetraut, dass die eigentlich so einen Laden schmeißen kann?
Gut, ich kann das jetzt nur rückblickend beurteilen, ja, weil damals, wie gesagt, ich war auch damals schon der jüngere Bruder meiner Schwester. Das heißt, man neigt ja als jüngerer Bruder eh dazu, den Schwestern, älteren Schwestern was zuzutrauen, zumal Gloria als Persönlichkeit, aus Erfahrung habe ich immer alles zugetraut. Aber man ist jetzt da nicht als 17-Jähriger oder was und denkt sich, kriegt meine Schwester wohl das Management von Ton und Taxis hin. Nee. Das war nicht meine Gedanken. Aber rückblickend muss ich sagen, es wundert mich natürlich nicht. Aber ich erinnere mich auch an die sehr große Disziplin, die du da an den Tag gelegt hast. Ich erinnere mich, wie meine Schwester angefangen hat, wieder zur Schule zu gehen. In ihrem Zimmer war dann so eine Tafel aufgebaut. Mhm. Und da wurde halt dann jeden Tag Betriebswirtschaft gebüffelt mit einem Privatlehrer. Und ich habe mich manchmal dazu gesetzt. Also es war schon, sie ist ja nicht einfach dahin gekommen, hat einfach den Laden umgeschmissen, sondern sie hat sich auch darauf vorbereitet und mit sehr großer Disziplin und Plangenauigkeit ist sie da rangegangen. Mhm. Würden Sie mir dann gefallen tun, Fürstin, den Namen Ihrer Mutter, den Mädchennamen auszusprechen? Ja. Vollständig? Szécheny Felvösidek. Das ist ungarisch. War das falsch? Ja. Felvösidek. Oh Mist. Jetzt hast du mich durcheinander gemacht. Was? Felvösidek. Felvösidek, natürlich. Felvösidek. Die mütterliche Seite wollten wir Ihnen nicht vorenthalten und haben besucht die Mutter und die Tante, also Beatrix, Gräfin von Schönburg-Glauchau und Alexandra, Baronin von Wrede. Und wir haben sie über Gloria ausgefragt. Sehr gespannt. Ja, sie war sehr lebendig und auch sehr ein braves Kind. Sie war auch sehr fromm, schon als kleines Kind. Keine Sorgenkind, zunächst. Sie war so ein Wirbelwind und man mochte sie aber trotzdem gerne. Sie lief auch in Hosen drum. Und sie war eigentlich mehr ein Junge wie ein Mädchen und fand sich da auch sehr, sehr wohl. Und die ganze Gehabe war bei ihr wie eine Junge. Also wir haben keine Angst gehabt, dass sie vielleicht homosexuell wird oder so. Nein, absolut. Es war normal. Sie war jemand, der keinen Ratschlag angenommen hat. Ratschläge konnte man ihr geben, aber angenommen hat sie nicht. Ja, Diskothek, Kneipen, das hat sie sehr gerne gemacht. Einmal ist sie plötzlich abgehauen und sie ist nach Amsterdam gefahren mit ihren Freunden. Aber dann kam sie nach 2 Tagen wieder und war ganz normal wieder und hat also natürlich ein Predigt anhören müssen, aber nicht sehr viel daraus gelernt. Sie waren 2 Tage in Amsterdam, einfach abgehauen, ohne Bescheid zu sagen. Was haben Sie da gemacht? Ja, da war ein Konzert. Da war Led Zeppelin, oder? Es war Genesis. Und die wären zwar auch nach Köln gekommen, aber wir haben gesagt, Amsterdam ist viel lustiger. Klar. Sicher. Ja, und dann haben wir gesagt, wer hat das Auto? Und da waren Jungs, die hatten ein Auto und da waren wir auch alle reingepasst. Ja, und dann haben sie mal losgefahren. Und natürlich waren meine Eltern dagegen nach Amsterdam damals, um Gottes Willen. Ja, genau. Amsterdam, schon allein das Wort. Ich meine, und der Mutter war klar, ich habe gesagt, ich gehe bei meiner Nachbarin schlafen, meiner Schulkameradin. Und habe gedacht, die glauben das natürlich sofort. Und dann bin ich dann mit den Jungs dahin. Es war super, muss ich sagen, war ganz toll. Und wir haben natürlich kein Auge zugedrückt. Wir waren die ganze Zeit wach und sind da, also go with the flow. Und das war lustig. Und Amsterdam hat ja auch Nachtclubs, die ganze Nacht offen haben und den ganzen Tag. Also hat man von gehört, ja. Sie sind ja einmal erwischt worden, aber ich glaube, das war später mit Haschisch in der Hutschachtel.
Das war ja, ich weiß auch nicht, wie sich der Krümel da reingekommen ist. Ich höre schon wieder die Drogenbeauftragten sagen, das macht man nicht. Das war die rebellische Schwester. War die rebellischer als in der Familie als die anderen? War sie rebellischer als Sie, Maya, Ihre Schwester? Ja, die war irgendwie anders rebellisch. Die war anders. Oder ich war auch rebellisch. Aber hallo. Aber irgendwie warst du bunter. Das war irgendwie lustiger. Du hast mehr Mut gehabt als ich. Wirklich? Ja, ja. Mehr und sie hat keine Röcke angehabt oder wollte lieber Hosen tragen? Ja, du warst schon so ein halber Junge. Weißt du noch, die Schlägereien, die du am Schulhof hattest mit den Jungen? Das habe ich komplett verdrängt. Mit Mädchen oder mit Jungen? Nee, mit den Jungs eben. Ach so. Aber ein Junge ist ein bisschen an ihr verloren gegangen. Es klingt ja jetzt bei der Mutter ein bisschen so, als ob sie Angst gehabt hätte, dass sie homosexuell werden. Ist das ein... Nein. Hat sie gesagt. Ach Gottchen, nee. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Aber sie hatten sowas Burschikoses, das Buschikose. Ja. Ja, ein halber Junge. Ich sag mal so, heute würde ich dann in der Agenda, wie heißt das Ding, wenn man da so trans ist? Ich will vielleicht eine Transe. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wie sehen Sie das? Sie sind der Bruder, Sie kennen sich da aus. Ich finde, meine Schwester hat etwas, was ganz, ganz wenige haben. Oder ich kenne niemanden. Sie ist gleichzeitig extrem konservativ und so modern. Also die passt in keine Schublade. Ja. Und das ist das Großartige an sie. Du bist der eins der liberalsten Menschen, den ich kenne. Und gleichzeitig stehen die Grundprinzipien so eisern fest irgendwie. Also das kriegen wenige hin. Das ist bei dir authentisch. Also ich finde es großartig. Interessant. Ja. Es gibt einen Punkt, der tatsächlich dann für das Konservative spricht. Also angeblich sollen Sie schon als Kind gewusst haben, ja, ich möchte reich heiraten. Und ob Sie es glauben oder nicht, meine Damen und Herren, Gloria als junges Mädchen hat sich tatsächlich den damals, glaube ich, reichsten Junggesellen Deutschlands tatsächlich auch geschnappt und geheiratet. Johannes von Thurn und Taxis gilt in den 1970er Jahren als Deutschlands reichster Single mit einem Vermögen von über 3 Milliarden Mark, 8 Schlössern und dem größten privaten Waldbesitz. Der begehrte Jet-Set-Fürst und überzeugte Junggeselle pflegt einen ausschweifenden Lebensstil. Als die Nachricht bei meinen Eltern ankam, Johannes und Gloria werden heiraten, dass da so eine gewisse Panik herrschte, ehrlich gesagt. Denn Johannes hatte einen Ruf wie Donnerhall. Eine Ehe mit Kalkül. Johannes schlug im Gotha nach, dem Verzeichnis aller Adelsfamilien, sah, wer ich bin. Johannes hat dynastisch gedacht. Aber was will Gloria? Schon als Teenager hatte sie ihrer Mutter angekündigt, einmal reich heiraten zu wollen. 1980 die standesgemäße Hochzeit. Der Bräutigam ist 53 Jahre alt, Gloria gerade mal 20 und im dritten Monat schwanger. Und dann muss ich ja auch Kinder erziehen mit der Zeit. Also wie viel wünschen Sie sich? 20. Wir haben uns geliebt. Also war das auch nicht anstrengend. Sag mal, gibt es diesen schönen Spruch von der Königin Victoria, schließ die Augen und denk an England. Also das war es bei mir nicht. Ich habe schon freiwillig mitgemacht. Nach zwei Mädchen wird 1983 Erbprinz Albert geboren. Die dynastische Pflicht ist erfüllt. Fürst Johannes nimmt sein Jet-Set-Leben rund um den Globus wieder auf. Die junge Fürstin, häufig mit den Kindern allein im Schloss, rebelliert und wird zur Punk-Prinzessin. Ich bin gerne der Mittelpunkt einer Gesellschaft, obwohl ich auch genauso gerne nicht Mittelpunkt bin. Aber ich hab's schon gerne, weil ich eben extrovertiert bin. Wow! Jetzt guck dir das an! Johnny! Ich träum so viel von dir. Die überdrehte Gloria und der eigensinnige Fürst. Eine unkonventionelle Ehe. Erst kurz vor seinem Tod sagt Fürst Johannes das erste Mal zu seiner Frau: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist so alt. Oh. Ja, das ist ganz schön. Mir ist es so furchtbar peinlich. Oh, was ist Ihnen peinlich? Total. Was denn? Das ganze Gedöns da. Aber ich will ja nicht können. Da, da,
ich hätte, wenn ich darf, ich hätte tatsächlich mal ein paar ernste Fragen, weil also was mich, Sie haben ja ein sehr offenherziges Buch auch geschrieben, ein Interviewbuch, und da sagen Sie eben dieses für normale Eheleute relativ ungewöhnliche, diesen Satz, dass er einmal in 10 Jahren gesagt hat, ich liebe dich. Ja. Das ist schon wenig, oder? Ja, der war sehr, sehr sparsam, aber das war... Und schon ist es wieder vorbei mit dem Ernst, bitte. Also. Ja, also, aber das, dann gilt das auch. Wenn man es dann wirklich einmal gehört hat, dann weiß man, es stimmt. Und das, finde ich, ist auch wertvoll. Darf man sagen, das ist eine Vernunftehe gewesen, weil der Fürst einen Stammhalter suchte, also jemanden brauchte, mit dem er Kinder in die Welt setzt. Darf man das so sagen? Jein. Denn er hat mich schon sehr, also aus seiner Perspektive überhaupt, das ganze Thema heiraten war sicherlich vernunftlastig. Okay. War sicherlich vernunftlastig. Von meiner Seite her war es im Grunde genommen eine Faszination, wie wenn man, also ich stand da vor so diesem Mann, der mich fasziniert hat, unendlich, der tolle Geschichten drauf hatte, der was erlebt hatte, der mir die Welt zu Füßen legen konnte. Und ich war also wirklich völlig hin und weg und habe mich natürlich total verknallt. Mhm. Und wie er dann mich gefragt hat, ob ich bei ihm bleiben will, ob wir eine Familie gründen wollen zu zweit. Und dann war ich natürlich hellauf begeistert, weil das war für mich eine Perspektive, die kam, war komplett neu. Weil ich hatte eigentlich bis dahin jetzt nicht so an Beziehungen gedacht oder so, sondern ich war ja noch ganz jung, ehrlich gestanden. Und deswegen war das für mich schon sehr überraschend, dass dieser mir weitaus überlegene Mann sich überhaupt für mich interessiert. Das war für mich also komplett überwältigend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, geheiratet wurde, da waren Sie im 3. Monat schwanger. Ja. Und Sie sagen ja auch, er wollte irgendwie erst mal gucken, ob es funktioniert. Genau. Jetzt habe ich mich gefragt, ja was denn, wenn Sie nicht schwanger geworden wären? Also so war, ich war mir klar, er hat mir das so erklärt, das war, wäre bei Bauern ähnlich, die müssen auch. Das ist großartig. Das ist so großartig, stimmt ja. So hat er nicht gesagt, der hat mich da einfach reingequatscht. Ja. Der hat mich da einfach reingequatscht und ich habe ihm das auch geglaubt und gesagt, ja okay, wenn er das sehen muss, ob das klappt, mein Gott, das klappt ganz sicher. Ja, aber was sind wir nicht? Also erstens sind Sie katholisch, ja, also das ist ja dann Sex vor der Ehe mit Verlaub, Fürstin, das geht ja eigentlich gar nicht. Und das, zweitens, wie heißt es so schön, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Toll. Und als sie die 3 Kinder hatten und eben als Dritten den Sohn, hat er sich wieder davon gemacht und war wieder in seinem Partyleben. Und Sie haben darüber geschrieben, also nicht nur für die Kinder, vor allem für meinen Mann, war ich das Kindermädchen. Haben Sie sich nicht im Moment lang ausgenutzt gefühlt? Sag mal, nein. Es ist doch klar, dass ein alter Junggeselle auch wieder in sein Strickmuster zurückfällt. Der war ja schon 50. Ja eben, ein alter Junggeselle muss das doch gar nicht mehr. Der ist ja dann schon alt. Aber die schlechten Gewohnheiten, die kann man nicht alle so leicht ablegen. Das meine ich mit liberal und gleichzeitig, das ist doch... Das ist eine verrückte Mischung, ja. Nein, aber es ist doch so lebensnah, was du sagst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir angeblich so liberal sind, aber dann solche normalen, lebensnahen Sachen dann gar nicht mehr zulassen. Es gibt nur Regeln, Regeln, Regeln. Man muss die Regeln kennen, aber man muss sie dann eben auch menschlich geladen, lebensnah sein. Also bei Bauern und beim Adel, habe ich jetzt gelernt, sind die Regeln ein bisschen anders, weil man tatsächlich erstmal darauf schaut, dass es einen Stammhalter gibt für den Hof und für das Haus in diesem Fall. Sie haben mit großer Offenheit geschrieben über Ihre Ehe. Sie haben geschrieben, dass Ihr Mann depressiv war, er war Alkoholiker, war von Ängsten geplagt und dass Sie sehr häufig auch gestritten haben, dass die Trennung im Raum stand. Also das war ja keine leichte Ehe. Ja, also es war natürlich mit Auf und Ab, wie jede Ehe hat Auf und Ab, muss ich sagen, das wissen wir ja. Und, aber wir haben uns eigentlich, sag mal so, in den wesentlichen Dingen, Beispiel Religion, waren wir uns immer einig. Aber dann haben wir natürlich Beispiel, dann haben wir gesagt, deine Frisur, ich sauf mich jetzt voll, weil deine Frisur so schrecklich ist. Dann habe ich gesagt, aber Goldi, das stimmt doch überhaupt nicht. Du trinkst jetzt Whisky, weil du Whisky trinken willst, hat mit meiner Frisur überhaupt nichts zu tun. Ich habe mir jetzt für teures Geld diesen Berg aufgesetzt und ich will auch so rausgehen. Und
Ist das also ich habe diese Ehe wirklich sehr nah gesehen, ja. Und ich finde, Sie haben ja gesagt, ich finde, dass dieser Zungenschlag, dieser Zungenschlag ist, es könnte echt ein falscher Eindruck entstehen, ja, durch diesen Zungenschlag zu Vernunft-Ehe und so weiter. Erstmal, Vernunft und Liebe müssen sich nicht ausschließen. Das Zweite ist, ich habe einschließlich meiner eigenen schon sehr viele Ehen inzwischen gesehen. Ich habe selten so eine unfassbare Liebesgeschichte gesehen, wie zwischen Johannes und dir. Ihr wart mehr als ein Ehepaar, ihr wart Seelenpartner. Ja, und da Zeuge zu sein für diese 10 Jahre, wie ihr beide euch geliebt habt und was das war, da war so viel Power hinter dieser Beziehung. Wenn Sie das so ein bisschen darstellen, das ist gar so nicht. Ich würde es nur gerne verstehen tatsächlich. Und ich möchte gerne tatsächlich auch verstehen, was die Fürstin meint, wenn sie sagt, es ist schade, dass es die arrangierten Ehen nicht mehr gibt. Denn das gehört ja dann dazu, dass man ein Arrangement trifft. Das ist erst einmal nicht von der Emotion geprägt, sondern von der Vernunft. Und möglicherweise ist es deshalb dann am Ende als Beziehung erfolgreicher. Das ist ja das, was Sie sagen. So wie der Alex sagt, das eine schließt das andere nicht aus. Also wirklich bei uns beiden, der konnte ja keine 5 Minuten ohne mich sein. Der hat mich ja, ich musste ja ständig dabei sein. Ich habe dann auch manchmal gesagt, Goldi, ich muss jetzt auch mal was machen, was du nicht magst. Beispiel zu den Prinz-Konzerten gehen. Das hat er überhaupt nicht gemocht. Das war ihm viel zu laut. Aber James Brown mochte er. Ja, James Brown war, das war toll. Sie haben über Ihre Schwester einmal gesagt, sie ist der Hofnarr der deutschen Gutmenschengesellschaft. Und das haben Sie als Kompliment gemeint. Wie meinen Sie, wenn Sie das erklären würden, was heißt das? Ja, der Hofnarr hat ja ein unglaubliches Privileg. Der Hofnarr hat das Privileg, Dinge auszusprechen, die niemand anders aussprechen kann. Mhm. Und er hat das Privileg der Freiheit. Mhm. Und wenn meine Schwester in einer Talkshow auftritt, dann hat sie nichts zu verkaufen. Sie ist ja nicht, sie verkauft nicht ein Buch oder ein Song oder tritt in irgendeiner Serie auf, die eine Einschaltquote braucht. Wenn sie geht sie freiwillig. Und hat nichts zu verkaufen, sie hat nichts zu verbergen oder zu verkaufen. Sie geht als der wenig authentischen Menschen des öffentlichen Lebens, weil sie keine Agenda hat. Sie hat auch kandidiert auch für keine Partei. Also sie hat gar keinen Grund, sich bei ihnen einzuschmeicheln oder beim Publikum einzuschmeicheln. Das macht sie sehr frei. Und das lässt sie auch Dinge sagen, die eben nicht von 5 Pressesprechern vorher noch mal gedreht und gewendet worden sind. Und das macht sie zu einem der wenigen freien Menschen. Deswegen habe ich sie mal als Hofnarr bezeichnet, weil ich habe diese Freiheit nicht. Mhm. Bewundern Sie, ja, sehen Sie das ähnlich? Bewundern Sie Ihre Schwester für diese Angstfreiheit? Ja, wie? Das ist ganz toll. Die freche Schnauze immer schon gewesen. Und das ist eine Gabe, das muss man können. Das ist auch, was du, wie du sagst, ist mir wurscht, wenn ich mich blamiere. Und vor allem, was ich liebe, wenn du sagst wie der Adenauer, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern gesagt habe. Ja. Okay, wir sind gespannt. Da stehen wir, ne, das muss man nicht immer wieder darauf festgenagelt werden, oder? Man kann doch mal seine Meinung ändern. Ja, genau. Ich danke oder auch mal Ihnen, aus Spaß was sagen. Ja. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke, die uns helfen, Ihre Schwester besser kennenzulernen. Hm. Vielen herzlichen Dank. Graf von Schönburg-Lauch und Gräfin von Schönburg-Lauch. Vielen Dank. Bleiben Sie gerne bei uns im Publikum. Danke. Bleiben Sie uns erhalten. Das ist das Beste. Wir haben eine kleine Sache für Sie vorbereitet. Wir haben in dieser Sendung eine Rubrik, die heißt Ein Satz zu. Bei Ihnen kommt eine Besonderheit dazu. Einige dieser Persönlichkeiten haben Sie selber porträtiert. Die Fürstin, vielleicht wissen Sie das nicht, ist seit einigen Jahren eine begeisterte Malerin, Porträtmalerin und hat ganz viele Menschen, die auch Sie kennen, porträtiert. Und aus dem Fundus haben wir uns ein bisschen bedient. Also bitte, Fürstin, ein Satz zu Queen Elizabeth, gemalt von Fürstin Gloria. Queen Elizabeth ist die eleganteste Frau mit der größten Contenance, die ich kenne. Und gemalt haben Sie Sarah Wagenknecht. Eine sehr mutige, eloquente Frau, die weiß, was sie will. Der nächste Kandidat ist Prince. Einer der größten Musiker aller Zeiten, sicherlich der letzten 30 Jahre. Angela Merkel. Eine sehr wandlungsfähige, führungsstarke Frau. Mit deren Politik Sie einverstanden sind? Nicht immer. Gut. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident. Ein sehr willensstarker, extrem beliebter in Ungarn, 2-mal mit absoluter Mehrheit gewählt, extrem beliebter Calvinist, mit also sehr, sehr, wie soll ich sagen, mit einem sehr, sehr guten moralischen und ethischen
Konzept, Lebenskonzept ausgestattet. Sie sind ja sehr schwer kritisiert worden, dass Sie ihn eingeladen haben, einmal zu den Schlossfestspielen, die ungarische Nationalhymne gespielt haben. Und man sagt von ihm hier, dass er eher ja, so diktatorische Züge hat. Das ist das Problem im Westen, wenn einer zweimal mit absoluter Mehrheit gewählt wird, dann muss er ein Diktator sein. Ja. Oder er macht eine Politik, die die anderen im Westen nicht so richtig verstehen, mit der Pressefreiheit. Das kann auch sein. Aber ja. Er ist jedenfalls kein Diktator. Er ist zweimal mit absoluter Mehrheit von seinem Volk gewählt worden. Sie haben einmal gesagt, ich hoffe auf einen gnädigen Gott. Wenn Gott gerecht ist, dann heißt es für mich ab in die Hölle. Warum? Ja. Wo sündigen Sie? Oder na ja, wie jeder Mensch sündigt und ich sündige bestimmt ganz viel. Also ein gerechter Gott ist also nicht, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einen barmherzigen Gott. Gegen welche Regeln haben Sie denn am meisten verstoßen? Ja, also auf jeden Fall Hochmut, ganz klarer Fall. Und auch Ungeduld und eben ich-süchtig. Und also sag mal, immer, es geht immer um mich. Das ist natürlich auch nicht richtig aus christlicher Perspektive. Und einfach, ja, immer zu sehr, wenn man selber zu sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, dann kommen alle anderen Dinge nach, die nicht gut sind. Ob man dafür schon in die Hölle kommt, dazu brauchen wir jetzt noch mal Beistand, jemand, der uns das erklären kann. Ein enger Freund der Fürstin, jemand, der lange an ihrer Seite auch über den Glauben spricht. Er ist ein katholischer Geistlicher, er gilt als sehr konservativ. Wir freuen uns über Prälat Wilhelm Imkamp. Oh, ja. So. Prälat, einen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie Abendessen zusammen, reden Sie mehr über den Glauben oder reden Sie eher darüber, wie das Essen ist, wie die Autos sind, die man fährt oder wie das Wetter ist? Worüber reden Sie mehr? Ich höre zu. Sie kommen gar nicht zu Wort. Was lernen Sie von der Fürstin? Ach, eigentlich, wie man lebt und wie man glaubt und wie man dabei auch noch lustig bleiben kann. Ja, das Jet-Set-Leben und der gut gelebte Glaube, verträgt sich das eigentlich? Ja. Deswegen ist ja die Fürstin als öffentliche Person so eminent wertvoll, weil sie zeigt, dass etwas, was so im puritanischen Spießermilieu als unvereinbar gilt, nämlich sehr wohl vereinbar ist. Ein ausschweifendes Sexualleben zum Beispiel. Hatten Sie gerade ein ausschweifendes Sexualleben entdeckt? Nö. Da muss ich in einer anderen Sendung gewesen sein, Frau Maischberger. Wir sprachen über das Vorleben des Fürsten und da war das, glaube ich, ein Thema. Und deswegen war die Frage, ob ich das sich eigentlich nicht, verträgt. Ich habe den Fürsten nicht mehr gekannt und ich war auch nicht der Beichtvater des Fürsten. Sind Sie eigentlich der Beichtvater der Fürstin? Meinen Sie, das würde ich Ihnen sagen? Vielleicht sagen Sie es mir. Ist er es? Ich habe keinen ständigen Beichtvater, weil ich ja so viel unterwegs bin. Deswegen muss ich überall, wo ich dann bin, muss ich mir jemanden suchen. Und Sie beichten regelmäßig? Wann zuletzt? Ja, so spätestens alle 6 Wochen. Eigentlich sollte man alle 4 Wochen, habe ich gelernt, aber ich mache es alle 6 Wochen. Und eben nicht beim Prälaten, jedenfalls würde er es nicht erzählen. Sie sind beide, glaube ich, sehr gut gewesen mit Papst Benedikt. Jetzt haben wir einen anderen Papst, Franziskus, sind Sie auch mit dem sehr einverstanden? Fürstin. Also erstmal, ich kenne ihn nicht. Also ich habe nicht die gleiche Beziehung wie zu Josef Ratzinger, der ja sehr viel in Regensburg war, den ich auch schon bei mir zu Hause zu Gast hatte und den ich also wirklich persönlich kannte. Da hat man automatisch eine ganz andere Beziehung. Auch Karol Wojtyla aus Polen, das war der Papst weit weg. Meine hat man halt gekannt, weil er der Papst ist, aber sag mal, man hat keine Beziehung dazu gehabt. Und so ist das jetzt mit dem neuen Papst auch. Der ist weit weg. Für mich ist das, also da habe ich einfach keine Beziehung zu, weil ich den gar nicht kenne. Der scheint ja einer zu sein, der Diskussionen zumindest anstößt in der Kirche, die jetzt andere als Reformer bezeichnen würden. Zum Beispiel stellt er zur Debatte den Umgang mit den Wiederverheirateten. Also Fürstin, wie wäre das? Also den geschiedenen und Wiederverheirateten Katholiken wieder die Kommunion zu erlauben. Ihr Vater gehörte ja zu denen, die eben nicht mehr an der Eucharistie teilnehmen konnten. Und ich glaube, er hat darunter sehr gelitten. Ja, meine Halbschwester Annabel sagt, die hat also Probleme mit der katholischen Kirche aus dem Grund, weil sie sagt, jedes Mal, wenn ich mit dem Papi in die Kirche gegangen bin, standen wir hinten und der Papi hat geweint.
Ist das denn in Ordnung, dass er weinen muss und nicht da vorne kam, weil er geschieden ist und wieder verheiratet? Also aus meiner Optik, und so habe ich es auch meiner Schwester erklärt, habe ich gesagt, siehst du, daran kannst du erkennen, wie ernst er das genommen hat, wie wichtig ihm das war und dass er darunter gelitten hat und dass er das durchlitten hat. Weil Leiden ist ja auch eine ganz wichtige Erfahrung in unserem Leben. Also ist auch zur Debatte gestellt, zum Beispiel das Diakonat für Frauen zu prüfen. Fänden Sie das denn richtig, Fürstin? Also ich wollte ja, weil ich wollte ja auch ein Junge sein, wollte ich auch Messdiener sein. Also insofern fragen Sie ja genau die Richtige. Deswegen tue ich es. Ich war auch Messdiener, ich habe mich aber als Paul ausgegeben. Jetzt weiß ich, warum Sie in die Hölle kommen. Im vorpubertären Alter war das ja problemlos möglich. Ja, aber nicht richtig, oder? Aber nee, das hat keiner gemerkt. Und später war dann Paul nicht mehr so angesagt, da hieß ich dann Florian, weil ich wusste von, die Mutti ruft mich, Gloria! Und dann sagen die Jungs, hä? Sag ich, nee, die haben Florian gerufen. Dafür kommt man in die Hölle? Nein. 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 Nicht dafür. Gut, also Sie können aber auf Frauen verzichten? Ich finde, es gibt gewisse Habitats oder gewisse Schutzräume für Männer, die sollen wir ihnen erhalten. Mhm. Weil wir Frauen sind sowieso die Stärkeren. Und wenn wir den Männern alles wegnehmen, dann haben sie ja nichts mehr. Sie beide sind der Meinung, die Kirche, die katholische Kirche, so wie Sie es leben und wie Sie sie auch leben, ist im Prinzip völlig in Ordnung, fehlerfrei und nicht reformbedürftig. Nein, das wäre Hochmut, wenn ich sagen würde, die Kirche, so wie ich sie lebe, um Himmels Willen. Fühle mich da also sehr, sehr unvollkommen und ich hoffe, dass die Kirche wesentlich besser ist und besser war, als ich es je sein werde. Man muss auf dem Teppich bleiben. Wenn wir Reformen fordern, müssen wir wissen, warum wir die fordern. Also, wenn Sie weil das Diakonat Leute, der Frauen fordern... Weil viele fordern, Menschen zum Beispiel die Kirche verlassen, wäre das ein Grund, dann zu sagen, dann müsste Frau sie Meister, vielleicht ganz ehrlich, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte. Wenn es morgen das Frauendiakonat gäbe und übermorgen das Frauenpriestertum, würden Sie dann jeden Sonntag zur Heiligen Messe kommen und alle vier Wochen beichten? Sie glauben, es bringt nichts. Ich frage Sie... Ich bin ja nicht katholisch, also kann ich Sie da würden Sie dann katholisch werden? Nein, katholisch würde ich deshalb nicht werden, aber die Frage ist doch... Sehen Sie? Ja, aber ich habe ja die katholische Kirche auch nicht verlassen, weil ich nicht katholisch war, aber die Frage aber ist... Sie können doch trotzdem gerne kommen, Sie sind herzlich eingeladen. Glauben Sie... Wir nehmen Sie sofort. Danke. Aber ich verstehe Sie schon richtig. Sie glauben, wenn man dieses ändern würde, würde am Ende eben nicht mehr Leute in die Kirche kommen und es würden nicht mehr Leute austreten. So habe ich Sie verstanden, so ist es richtig. Austreten kann man eigentlich in Deutschland nur aus dem Kirchensteuerverband, nicht aus der Kirche, denn die Taufe bleibt, das unauslöschliche Siegel der Taufe bleibt und brennt in der Seele weiter. Ich bin sehr gespannt, wie Sie auf jemanden reagieren, das betrifft vor allem die Fürstin, die diesen Schritt gemacht hat. Ich danke erst einmal Ihnen, Prälat Imkamp, für die aufschlussreichen Worte. Herzlichen Dank für den Besuch. Und wir wollen gerne... Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen gerne jemanden zu uns bitten. Vielen Dank. Fürstin, wenn Sie mir einen Moment, einen Schritt nach unten kommen wollen, wir wollen gerne jemanden zu uns bitten, der tatsächlich zu den Kritikern oder Kritikerinnen der katholischen Kirche gehört. Es gibt einige davon und eine von denen werden Sie und wird die Fürstin jetzt gleich kennenlernen. Gloria, Fürstin von Turm und Taxis. Streng katholisch, auch in ihrer durchaus umstrittenen Auslegung der kirchlichen Sexualmoral. Öffentlich spricht sie sich gegen Kondome aus, wie bei ihrem viel diskutierten Auftritt in der Sendung Friedmann. Nein, Afrika hat Probleme ist, nicht wegen der Verhütung. Ist es, ja, aber da Leute, sterben die Leute aber, an AIDS. Aber warum weil sie zu viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gerne. Homosexualität ist in ihren Augen wieder die Natur. Schwulen Männern gibt sie einen eigenwilligen Rat. Bitte viel und bitte Gott die Kraft, dass du mit dieser schweren Versuchung zurechtkommst. Dass die katholische Fürstin Abtreibung strikt ablehnt, versteht sich fast von selbst. Und was ist mit der Pille? Die Pille ist eine Form von Abtreibung, das dürfen wir nicht vergessen. Starker Tobak. Für Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, ist das weltfremd und indiskutabel. Sie sagt, Fürstin Gloria ist frauenfeindlich, genauso wie die katholische Kirche. Wer bei AIDS an schnackselnde Schwarze denkt, verbreitet billigen Rassismus. Das ist der Moment für unser Duell und ich begrüße die Duellantin Bascha Mika.
Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Getaufte Katholikin, ausgetreten aus der Kirche. Hallo, hallo, guten Abend. Fürstin, ich darf Sie beide an das... An die Pulte bitten. Das Duell ist der Moment, an dem ich mich aus der Sendung zurückziehe und überlasse die Bühne Ihnen in diesem Fall. Es gibt eine Art von Zeitlimit. Wenn Sie eine Musik hören, dann ist es etwa erschöpft und ich komme wieder zu Ihnen. Und bis dahin gehört die Fürstin Ihnen, sage ich jetzt mal. Scharfer Tobak, unter anderem werfen Sie ihr vor billigen Rassismus. Wir sind gespannt, wie Sie es begründen. Bashamika. Ja, mein Job ist es ja, Sie ein bisschen zu quälen. Sie haben vorhin so ein paar Sachen gesagt, die haben mich wirklich irritiert. Also fangen wir doch mal damit an, warum haben Sie eigentlich etwas gegen Frauen? Ich bin die größte Frauenkämpferin, wenn Sie so wollen. Naja, das würde ich nun nicht so sehen. Also, Sie sind gegen die Pille, weil Sie sagen, das ist schon Abtreibung. Sie sagen, die Männer brauchen Freiraum. Wo haben denn die Frauen den Freiraum? Aber bleiben wir doch mal bei der Pille. Okay. Die Pille hat eine Frau zur ständigen sexuellen Verfügung gemacht, weil sie praktisch nicht mehr, also sie kriegt keine Kinder mehr. Das heißt also, wenn der Mann will, muss sie sich hingeben, weil sie besteht ja keine Gefahr, dass da was passiert. Also sie und dadurch ist ihr Schutzraum weggenommen worden, wo sie im Grunde genommen, vielleicht hat sie gar keine Lust. Also sie hat keine Entschuldigung mehr, weil sie ja, vorher hätte sie sagen können, ach, weißt du, Liebling, jetzt sind die Tage, wenn wir jetzt schnackseln, dann kommt das nächste Kind. Und dann sagt der Mann, oh nee, Liebling, wir haben ja schon drei. Jetzt machen wir mal Pause. Sag mir, wenn das vorbei ist. Also die Aber Tage. Halten Sie Frauen nicht für ein bisschen blöd, wenn Sie sagen, die können nicht selbst entscheiden, wann sie mit ihrem Mann ins Bett gehen und wann sie Nein sagen? Das kommt auf die Beziehung. Wir reden davon, dass zwei Leute Sex wollen. Aber sagt Ihnen der Begriff Selbstbestimmung etwas im Zusammenhang mit Frauen? Ich glaube eben, dass ich, darf ich argumentieren, ich bin mehr auf der Seite der Frau, weil die Frau eben durch die Pille muss sie immer herhalten. Sie hat keine Entschuldigung mehr. Und das ist aber gerade im häuslichen doch Bereich. Keine Entschuldigung. Der Mann ist beleidigt, wenn sie nicht will. Der Mann ist sofort beleidigt. Sie hat aber der Schutzraum, der ihr diese Woche oder diese 10 Tage, die sie eben nicht möchte, dieser Schutzraum ist weg. Und Sie wissen doch, dass jede Beziehung wächst doch, wenn man mal Nein sagt. Es ist doch viel heißer, eine Beziehung, wenn man nicht immer zur Verfügung steht, sondern wenn der Mann auch mal warten muss. Das finde ich viel spannender, als wenn ich immer zur Verfügung stehe. Also mit anderen Worten, der Mann kann immer und die Frau will nie und deswegen braucht sie ihren Schutzraum. Nein, aber Sie wissen auch, wie das hormonell läuft. In den Tagen, wo die Frau empfänglich ist, ist sie diejenige, die eigentlich den Mann sucht, also von der Natur aus hergegeben. Die Frau sollte im Grunde genommen diejenige sein, die dem Mann signalisiert, ich will. Und nicht umgekehrt. Aber in dem, was wir in den Frauenzeitschriften lesen und auch in den zahllosen Briefen, ist es immer der Mann wie ein Predator, der Frau nachstellt. Und die Frau ist dem schutzlos ausgeliefert. Das ist meiner Ansicht nach in 90% der Fälle der Fall. Auch im häuslichen Bereich. Also ich glaube, das sind Bilder, die gelten für die meisten heutigen Frauen nicht. Also ich verbuche das jetzt mal unter der Überschrift, Frauen sollen leiden und sich deswegen sozusagen enthalten, zurückhalten, weil wenn sie dann die Pille nehmen, ist es gleich Abtreibung. Nein, da haben Sie mich komplett falsch verstanden. Aber Sie sind doch gegen die Pille. Und Sie sind gegen Abtreibung. Ich würde einer Beziehung wünschen, dass es ohne die Pille geht. Weil es genug Tage, wenn man keine Kinder will, gibt es genug Tage, wo man gar nicht empfänglich ist. Sie halten ja die Päpste für die Superfeministen, ne? Sehr erstaunlich, wenn Johannes man sich Paul II. Mhm. Theologie des Leibes. Genau, wenn man sich anguckt, welche Stellung die Frau in der katholischen Kirche hat und was ihr nach wie vor verwehrt wird an Positionen und vor allen Dingen auch an Einflussmöglichkeiten in der Kirche. Wie gesagt, in einer der mächtigsten Institutionen der Welt. Aber Sie sagten, Feminismus, das ist etwas, wenn es den Frauen gut tut. Welche Art von Feminismus ist denn das, was Frauen nicht gut tut? Der Alice-Schwarzer-Feminismus, die sagt, Frauen sollen alles?
vom Leib und Seele her fühle ich mich als Feministin, aber ich bin auch jemand, der den Männern auch Schutzräume zugesteht. Und die katholische Kirche Beispiel ist ein Schutzraum für Männer. Mhm. Super. Also ich glaube, das ist der Grund, warum viele Frauen sagen, vielen lieben Dank, ich habe mit der katholischen Kirche aus diesem Grund nichts am Hut. Noch mal ganz kurz, bei der protestantischen Kirche gibt es Frauenpriestertum, mhm, und trotzdem laufen denen die Leute davon. Die Protestanten verlieren mehr Mitglieder als die katholische Kirche, obwohl das, was sie fordern, längst verwirklicht ist, seit vielen, vielen Jahren. Also die Methode, und wir haben es ja gerade auch im Gespräch gesehen, nur weil jetzt Frauenpriestertum möglich ist, wird noch keiner katholisch. Nur ganz kurz, es ist für Frauen in der katholischen Kirche ein ständiges Ärgernis. Und das wissen Sie auch. Und die Kirche wäre gut beraten, aber hallo. Sie gehören nicht zur katholischen Kirche. Ich war mal katholisch und einmal katholisch, hat immer Sie katholisch. Das aber hallo, das ist ein Grund, warum ich ausgetreten bin. Nee, hör doch auf. Aber doch, stellen Sie sich vor. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dieses Gespräch hat Wendungen genommen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe viel gelernt. Vielen herzlichen Dank. Bascha Mika, danke, dass Sie hier den Bad Guy gespielt haben. Das haben Sie fabelhaft gemacht. Vielen Dank, Fürstin, für das Duell. Vielen Dank. Liebe Fürstin, es gibt bei vielen Menschen im Leben eine Phase, die man überschreiben kann mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Gab es auch im Leben von Gloria, jedenfalls mit zwei der eben genannten drei Dinge. Welche diese beiden waren, erfahren wir jetzt von jemandem, der dabei war. Oh. Klassenfahrt 1975 nach Schmallenberg ins schöne Sauerland. In dieser Brücke haben wir dann in den Pausen oder in Freistunden rumgelungert. Dann nahmen wir alles, was schwindelig macht. Hier sind wir im Turmzimmer unterm Dach der Burg Adendorf. Der Ort, wo wir damals vor über 40 Jahren Musik gemacht haben. Ich habe Schlagzeug gespielt und Gloria war unsere Leadsängerin und Gitarristin und das war richtig gut. Wenn man sie nicht sah, dann hörte man sie. Sie hatte eine eindringliche Lache, die ging also durch Mark und Bein. Gloria hat mit großer Vorliebe Venus von Shocking Blue gespielt. Und das haben wir rauf und runter gespielt, bis zum Erbrechen. Naja, es war für den Burgherrn damals schon eher organisierter Lärm als Musik. Ich begrüße Thomas Rademacher, Schulkamerad von Gloria von Ton und Axel. Oh, da ist er. Hey, Thomas! Das ist ja eine Überraschung. Das ist ja toll. Du bist völlig unverändert. Schlanker! 40 Jahre nicht gesehen, aber Sie haben ihn sofort erkannt? Bitte, ja, ich wusste sofort, Schlagzeuger war der Thomas. Naja, ich meine, er hat Sie ja häufig in der Zeitung gesehen, umgekehrt war das nicht der Fall. Aber Sie wissen, wer es ist, sofort. Ja. Mich verändert. War lustig damals. War schön, ja. Und Gloria hieß nicht Gloria, sondern? Goya. Goya. Ja, und sie verbot es sich, auch Gloria genannt zu werden. Warum? Und kaum jemand wusste, dass sie Gloria heißt. Wie kamen Sie denn auf Goya? Das hat wiederum meine Schwester erfunden. Meine Schwester hat mich immer Goya genannt. Und wahrscheinlich, weil sie als Baby Gloria nicht aussprechen konnte. Und dann ist halt eben Goya entstanden. Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie da in dieser Zeit auf dieser Brücke standen. Und Sie haben alles genommen, was schwindlig macht. Was genau dürfen wir uns da... Also nichts wirklich Schlimmes, aber wir haben schon die Dinge ausprobiert, die damals so auf einfachem Wege erhältlich waren. Aber Beispiel? Mehr muss man da jetzt auch, glaube ich, gar nicht so ausführen. Da weiß ich nicht, war es legal oder illegal? Teillegal. Teillegal? Ja. Na, Alkohol war legal. Es war Alkohol, es war Zigaretten, es wurde da schon mal ein Pfeifchen geraucht. Ja. Die Leute, die wir bewundert haben, also ob das jetzt die Beatles waren oder die Rolling Stones oder Genesis oder Pink Floyd, die haben uns ja zugerufen, nehmt alles, was psychedelisch ist. Und die Eltern haben Nein gesagt, aber unsere Götter haben Ja gesagt. Also wir waren also total durcheinander. Ja, et voilà, so klingt das dann heute. Es war auch ein Stückchen Zeitgeist. Ne? Und es war auch Rebellion, wir probierten uns aus. Und alles, was verboten war, war umso reizvoller. Das ist heute, glaube ich, nicht anders. Wahrscheinlich nicht. Wie war das? Was machst du vom Beruf? Ich bin Tischlermeister. Toll.
Sie, spielst du noch Schlagzeug? Nee, leider nicht mehr. Schade. Mein Sohn spielt. Ach, sehr gut. Das ist auch meine auch. Ist eine, wie war sie denn als Schülerin? Ja, also Gloria oder Goya war schon immer, wo sie auftauchte, der Mittelpunkt. Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn man sie nicht sah, man hörte sie zuallererst. Wir reden so von Teenagerzeit, zwischen 13 und 18 oder ja, so. Ja, genau diese sie. Zeit. Ja. Ja. Wer hat angefangen mit der Band? War das Ihre Idee? Das war Glorias Idee, sie hat das angeschoben. Und dann, sie spielte damals auch schon Schlagzeug, das war was ganz Besonderes, und Gitarre. Und dann hat sie das angeregt und dann hat sie mir die ersten... die ersten Takte auf dem Schlagzeug beigebracht und also dann haben wir einfach drauf losgelegt. Sie hat Ihnen Schlagzeug? Ja, so die ersten Schritte hat sie mir beigebracht, ja. Nicht schlecht. Warum wollten Sie eine Band? Ja, man muss, wenn man cool sein will, braucht man eine Band. Klar. Also ohne Band ging damals gar nicht. Natürlich. Nee. Und hat das Ihre schulischen Leistungen in irgendeiner Form beeinträchtigt, dass Sie... Ich muss sagen, leider Gottes habe ich für die Schule wenig Zeit übrig gehabt. Ja. Ich hatte tausend andere Sachen im Kopf. Das heißt also, Sie waren nicht wirklich fleißig, was das angeht. Ich sag mal, die Schule, das war so ein Muss. Da musste man hin und das ist einfach, ich war einfach zu klein für die Schule. Ich verstehe. Die ging ja dann weg und dann das Nächste, was Sie dann wahrscheinlich über Gloria gelesen und Goya gelesen haben, ist, dass sie einen Fürsten heiratet, aus der Presse erfahren. Ja, sie ging weg, das war so Anfang des 11. Schuljahres und kam dann ein paar Monate später nochmal bei uns in Meckenheim vorbei und da habe ich sie nicht mehr so wirklich verstanden. Da sprachst du Dinge, die mir den Zugang verwehrten. Da war sie in München inzwischen, genau, und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert und dann ging es also wie eine Granate durch die Gazette. Gloria von Schönburg-Glauchau heiratet Prinz Johannes von Thurn und Taxis und wir waren alle völlig baff. Und waren auch ganz sicher, dass wir zum Polterabend eingeladen werden. Ist nicht passiert. Haben Sie sie denn einmal wieder gesehen in dieser Zeit? Nee, ich habe es mal versucht. Der Uli Osowski, damaliger Klassenkamerad von uns, kann sich vielleicht noch daran erinnern. Und ich, wir sind 1981 in Saint-Tropez im Urlaub gewesen. Und da lag die Yacht deines Mannes am Kai. Und wir beide, na, so wie wir halt aussahen, lange Haare, Bärte, etwas abgerissen, sind dann zu dem livrierten Personal, ja, und haben mal gefragt, ob wir wären alte Schulkameraden von der Fürstin und ob wir denn vielleicht sie mal sehen oder sprechen dürften. Und diesen abschätzigen Blick dieses Herrn, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Ja, ja. Jeder kommt. Haben Sie nicht erfahren, oder? Haben Sie nicht erfahren, nein. Und, wir sahen auch deinen Mann oben auf der Brücke. Ehrlich? Ja, ja. Und dann haben wir gemutmaßt, naja, dann müsste Gloria ja eigentlich auch da sein. Na, das dauerte dann 10 Minuten, dann kam dieser livrierte Diener wieder und beschied uns dann also mit ähnlich abschätzigem Blick wie vorher auch, die Fürstin wünsche uns nicht zu sprechen. Oh, und dann, sie bestimmt, sie war nicht an Bord. Das dann kann sind, nicht wir, sein, dann sind wir halt unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Oh. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du das wirklich gesagt hast, weil das war wahrscheinlich der Protokollchef, der das so aufgegeben hat. Haben Sie sie denn wiedererkannt, so in diesen Zeitungsbildern, diese Punk-Prinzessin, dieser Punk-Kobold, wie sie genannt war? War das die Goya, die Sie kannten aus der Schule? Nein. Haben Sie sich gewundert? Sie hat sich in dieser Zeit total verändert, weil vorher war sie immer mehr jünger als Mädchen, buschikos, Kleinkraftrad gefahren. Du warst damals das erste Mädchen, das sowas machte, das war sensationell. Ja, und dann entwickelte sie sich dann wirklich zum Popstar, ne? Hat unglaublich abgenommen auch, ne? Viele, viele Kilos nehme ich an. Und das war dann schon rein äußerlich eine andere Erscheinung. Aber sobald man sie dann im Fernsehen mal sah und hörte, so, ah, da ist sie. Das hat sich bis heute erhalten. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Gerne. Darf ich bei Ihnen bedanken, Herr Thomas Rademacher. Und wir haben eine letzte Sache. Wir kommen zum letzten Höhepunkt dieser Sendung. Fürstin, Sie wissen, es gibt ja bei uns immer eine Aktion. Ich stelle mich, kommt nicht aus, ohne dass, Vorsicht, ein Stückchen zu mir rüberkommt, sonst werden Sie gleich überfahren. Bei Ihnen liegt es ja nahe, was wir wollen. Wir wollen wissen, ob Sie als Bandleaderin noch singen können. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie Karaoke schon mal gemacht haben. Wow. Wir hätten im Angebot einige Lieder, die Sie hier sehen. Und wenn Sie wollen, können Sie sich dazu auch etwas aus unserem Kostüm... Ja, Marmor, Stein und Eisen bricht natürlich. Warum das denn? Ja, das ist ja, einfach klasse. Ich hätte jetzt gedacht, Sie machen Venus. Das ist das Lied sozusagen, was Sie mit dem Thomas haben. Ja, Rade. Natürlich. Venus. Thomas, was soll man denn machen? Okay, Venus. Dann machen wir Venus. Soll er mitsingen? Ja, oder auf jeden Fall. Ja, das tut mir leid, Herr Rademacher. Das ist jetzt einfach... Er ist dumm gelaufen. So, aber dann müssen Sie sich beide bitte einmal aus der Kiste sowohl Klamotten nehmen als auch jeweils ein Mikrofon. Und da das ein Lied ist mit einem länglichen
mit einem länglichen musikalischen Vorspann würde ich sagen, wir starten einmal Shocking Blue, die Venus. So langsam, aber sicher. Oh, guck mal an. Ja doch, das wird was. Ich sehe schon. Zwei Mikrofone müssten da sein. Eins habe ich hier, eins Mikrofon brauchen wir noch. Oder Sie sehen es. Hier, da kommt noch eins. So, und eine Perücke. So, jetzt geht's los. Wow! Goodness on the mountain top. Burning like a silver flame. Summit of duty and love. And Venus was her name. Wow! She's got it! Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire, short desire. I'm your Venus. I'm your fire, short desire. Making every man mad. Dark as the black night she was. No one else has. Wow! She's got it! Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire, sure desire. I'm your fire, sure desire. Ich habe das Gefühl, das Publikum möchte eine Zugabe, oder? Sie wollen eine Zugabe? Wollen Sie eine Zugabe? Noch ein Ja! Okay. Es macht Ihnen Spaß, stimmt's? Natürlich. Jetzt wird's richtig lustig. Was wird's denn jetzt? Natürlich. Marmorstein und Eisen bricht. Genau, und bis sie sich angezogen hat, sage ich Ihnen zu Hause schon mal auf Wiedersehen, denn das ist das Ende dieser Sendung. Danke fürs Zuschauen. Danke, Kirstin, Gloria. Danke den beiden Grafen von Schönburg-Glaube, Gräfin Grafen, danke, Prilat Imkamp, vielen Dank, Bascha, Mika. Und die Lehrerin kommt nachher und es gibt Marmor, Stein und Eisenbricht. Dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, dam. Dum-dum.